Armin von Gigatec hier auf der IFA 2015. Auch ZTE hat neue Geräte zu uns nach Berlin gebracht. Eins davon ist das ZTE Axon Elite. Hat ein paar interessante Features. Schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ein echtes High-End-Model, das ZTE Elite. Wir haben es hier mit einem 5,5 Zoll Display zu tun, das mit Full HD auflöst, unter der Haube Snapdragon 810. Und ja, 3 GB RAM, also recht ordentlich. 3000 mAh Akku ist auch noch drin, was auf jeden Fall dafür sorgen sollte, dass das Ding locker über den Tag kommt. Über das Design kann man sich ein bisschen streiten. Ihr seht hier überall diese Dreiecke, diese verschachtelten Dreiecke auch hier vorne in den Lautsprechern. Sieht so ein bisschen aus wie bei den Cardassianern aus Star Trek. Auch die Buttons hier an der Seite sind auf jeden Fall mit so schiefen Winkeln gestylt. Und dann natürlich hier die obere und die untere Abdeckung. Normalerweise wäre das einfach blanker Kunststoff. Hier hat man das in so eine Lederoptik, wie wir das vom Samsung Galaxy Note 4 kennen gemacht. Also wie gesagt, geschmacklich gebe ich zu, nicht unbedingt meins. Manch einem anderen gefällt das vielleicht. Dann seht ihr hier auf der Rückseite einen Fingerabdruckscanner zum Entsperren, so wie bei den Huawei Mate-Geräten, das ja inzwischen auch Standard ist. So, und dann gibt es eben noch ein tolles Feature hier. Das kann ich euch jetzt nicht direkt vorführen, weil ich dann im Bild wäre. Aber das Gerät hat softwareseitig einen Iris-Scanner. Das heißt, ihr könnt es alternativ auch entsperren, indem ihr einfach mit eurem Auge hier so drauf guckt. Dann wird eure Iris eben gescannt. Das dauert ein paar Sekunden und dann ist das Gerät entsperrt. Im Alltag ist das natürlich ein bisschen umständlicher, als es einfach per Fingerabdruck zu entsperren, weil ihr eben relativ nah dran müsst. Das sieht ein bisschen dämlich aus und dauert halt auch einen Moment. Aber an sich zumindest mal ein innovatives Feature. Was haben wir noch? Auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera. Auf der Front haben wir eine 8-Megapixel-Kamera, auch recht ordentlich für hochauflösende Selfies. Dann haben wir 32 GB internen Speicher. Dual-SIM-fähig ist das Gerät, natürlich LTE-fähig auch. Und das soll im September dann in Deutschland erhältlich sein. Für 449 Euro und das ist angesichts der grundsätzlichen Specs dieses Gerätes doch ein sehr ordentlicher Preis. Das ZTE Axon Elite hier in Berlin auf der IFA 2015. Ich bin Armin, wenn euch das Video gefallen hat, liked, teilt es mit euren Freunden, abonniert unseren YouTube-Kanal, da gibt es all die Neuvorstellungen der anderen Hersteller und viele Gadgets und lustige Tablets und Laptops und alles Mögliche überhaupt. Nur noch Gigatec ab jetzt schon. Wir sehen uns am nächsten Messestand. Bis dann, tschüss.